Hallo Freunde! An einem frostigen Morgen hörte die Hausfrau einen seltsamen Klang. Als ob jemand hartnäckig an das Fenster von der Straße klopfen würde, aber mit einer schwachen, zitternden Pfote. Sie zog den Vorhang zurück und sah ihn, einen traurigen roten Kater, der verzweifelt an die Scheibe kratzte und jammervoll miaute. Die Frau war verwirrt, dann fotografierte sie die Katze und schickte die Bilder an örtliche Freiwillige. Die Freiwilligen kamen sofort zum Ort und innerhalb von einer halben Stunde war die Katze in der Tierklinik. Er kletterte selbst in die Transportbox und saß dann still da und ertrug geduldig, während der Arzt seine Wunden untersuchte. Und es gab viele davon. Es wurde weder ein Mikrochip noch ein Halsband gefunden. Aber es gab keine Anzeichen eines streunenden Lebens, dieser Kater geriet erst kürzlich von nachlässigen Besitzern auf die Straße. Wie es oft der Fall ist, schenkte jemand einem anderen einen bezaubernden Kätzchen, nur um dann festzustellen, dass die Tierarztrechnungen enorm sind und die Katze selbst zu viel Aufwand erfordert. Einfach auf die Straße geworfen, in Frost und Hunger. Sie nannten ihn Aslan, nach dem Löwen aus den Chroniken von Narnia. Aslan hatte Erfrierungen, eine blutende Wunde an seiner Seite, Diabetes, Würmer und Flöhe, sowie kranke Zähne. Sein Blutbild war so schrecklich, dass der Arzt ihn für einige Tage an eine Infusion legte. Die Katze ertrug alles stoisch und beschwerte sich nie. Nur manchmal streckte er seine Pfote aus dem Käfig, um die vorbeigehenden Menschen zu berühren. Die Geschichte von dem Kater Aslan rührte die Herzen der Menschen. Schnell fand er eine Adoptivfamilie, bei der er bis heute lebt. Aslan ist sehr gut und schmust ständig mit allen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde! Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bewerten Sie es bitte mit einem Daumen nach oben und hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank!